Ich muss mich anschnallen, Digga. Komm, komm, komm. Jetzt schnell. So. So. Oh, fuck. Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Car. Und stopp, ich muss euch was erzählen, was euch definitiv aus den Socken hauen wird. Also, es ist Samstag. Und ohne Spaß, ich habe mich ein bisschen um Satsuma gekümmert. Um unser kleines Auto. Na komm, ich setze mich so lange, wenn ich es erzähle. So. Also, ja, Füße hochlegen, so. Richtig auf Babu. Ohne Spaß. Wir sind ja zum Dingens gefahren, ne? Hier zum, wie heißt er? Zum Shop, ne? Und haben uns da ja, die Tuning-Parts abgeholt. Ich find's ganz amüsant. Das ist, ja, auf jeden Fall ist uns da ja der Motor kaputt gegangen. Wir haben zwei, Zylinder verloren, zwei Pistons, zwei, wie heißen sie auf Deutsch? Sind das Zylinder? Doch, zwei Zylinder sind kaputt gegangen und ich habe die danach repariert. Ne? Zwar mit einer Modifikation repariert, aber ich habe sie repariert. Jetzt kommt der Gag. Die Modifikation hat die Pistons gar nicht eingebaut, sondern hat uns die Dinger überhaupt nicht eingebaut. Wo ist denn hier der verdammte Lichtschalter? Wie soll man den denn hier finden, bitte? Ohne Spaß, wenn das Spiel dunkel ist, ist vorbei. Ne? Man stirbt. Gnadenlos. Jetzt haben wir hier schon das Licht an. Und man sieht nichts. Das gibt's nicht. Was ist da draußen? Ah, da haben wir es doch. So. Schön. Auf jeden Fall haben wir in der Zeit die Zigarette schon aufgeraucht. Unfassbar. Das Programm hat gar nicht die Pistons wieder installiert, sondern nur repariert. Das heißt, wir fuhren, und das jetzt ungelogen, die ganze Zeit mit zwei Zylindern nur rum. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, für zwei Zylinder... In Zahlen, zwei Zylinder. Fuhr der doch super. Ich weiß gar nicht, was wir haben. So, auf jeden Fall sollte er jetzt besser laufen als zuvor. So, wir lassen ihn mal seine Temperatur erreichen und dann gucken wir mal, wie er läuft, ne? Weil letztendlich sehen wir ja erst, wenn er auf Temperatur ist, was er nah drauf hat, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall auch mal Batterien und so ein Kram. So, das Ding hier, das installiere ich mir jetzt nochmal. Einfach um die Drehzahl auch ein bisschen im Auge zu haben. Gut, wir sind vollgetankt, wir haben alles. Herrlich. Ein Traum. Jetzt müsste er auch besser funktionieren. Also zumindest ist das meine Hoffnung. Funktioniert denn auch die Gangschaltung und alles? Nicht, dass wir uns hier jetzt gleich... Funktioniert sehr gut. Handbremse zieht auch sehr gut an. Er muss noch ein bisschen. Er muss noch ein bisschen warm werden. Ne? Wir haben erst die wir haben 35 Grad, 40 Grad erreicht. Reicht natürlich nicht für den Motor, um optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Er ist halt alt, ne? Was soll man machen? So, wir werden auch den Motorraum jetzt in schwarz lackieren, weil ich das schöner finde. Ich meine, dieses Blau sieht nicht schlecht aus, wirkt aber nicht wirklich... Oh, na toll. Gut, wir brauchen auch eine neue Spraydose. So eine Kacke. Warum geht jetzt momentan alles leer? Was soll denn das? Ah, wir können das Lenkrad kurz tauschen. Sind ja gerade dabei, hier alles zu verschönern. Dann bauen wir uns auch direkt das neue Lenkrad ein, weil das hier ist ein bisschen
abgegrabbelt und nicht mehr so griffig. Jetzt muss ich natürlich schauen, welche Schraube das ist. Die sieht nämlich gar nicht so klein aus, aber die sieht auch nicht so groß aus. Und dann kommen wir zur Problematik. Ah, da haben wir sie doch. Wunderbar. So. Einmal wegwerfen. Neues nehmen. Und anpassen. Wunderbar. Und direkt festschrauben. Ein Traum. So. So, ich glaube, jetzt läuft er besser. Gut, die Übersetzung ist noch nicht so optimal. Da muss ich zugeben. Sollen wir mal kurz die Klappe zumachen draußen? Geht das von hier aus? Ein Traum. So. Wobei die Drehzahl ist optimal. Genau 1000 Umdrehungen. Hört sich gut an. Könnte funktionieren. Herrlich. Wow. Na also. Da ist doch Gummi hinter. Ist das schon Fernlicht? Da ist ja richtig Power drauf jetzt. Jetzt geht er ab. Sehr gut. Anfahren aus dem zweiten Gang ohne Probleme. 15,6 Luft-Benzin-Gemisch aktuell. Jetzt machen wir im dritten Gang 15,6, im vierten 15,6. Sehr schön. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich schon noch warten, bis Tag ist. Das dauert halt ein bisschen. Und solange können wir in diesem Auto auch nichts machen, weil es einfach viel zu dunkel ist. Passt das Cover auch auf den Rennen? Nein. Natürlich, warum auch? Wo habe ich das Lenkrad denn hingeschmissen jetzt? Wo ist das alte Lenkrad? Ach da. Unsere Garage ist ja relativ aufgeräumt, das hätte ich auch noch gerne weiter so beibehalten. Zack. Und ihr habt es in den Kommentaren letztens geschrieben, ne? Herbert, der Grill steht doch da. Oh, es ist so traurig manchmal. Ohne Spaß. Manchmal muss man einfach mal lesen lernen. So. Aber wo ist unsere Kohle denn jetzt? Na, da leckt mich doch am Arsch. Wo habe ich die denn jetzt hingestellt? Sieht schon geil aus in diesem schwarzen Matt-Effekt, oder? Wenn jetzt noch Rennsitze drin wären. Sieht gut aus. Vor allen Dingen läuft er sauber, Leute. Der läuft richtig gut. Kaum Rauch, bedeutet gutes Gemisch. Cool. Ich würde sagen, wir bestellen, oder? Los geht's. Also, wir brauchen, komm, wir machen volle Hütte, Straßenrennen-Design. Wir holen einmal alles für ein richtig geiles Rennen auf der Straße. Illegaler geht's nicht. Die Felgen haben wir aktuell, die sind auch gut, da werden wir auch Reifen draufziehen. Das haben wir alles, das brauchen wir aber auch nichts von. Wir brauchen das da noch, wir brauchen das da noch. Die Rennkupplung. Das da brauchen wir auch noch. Sportauspuff natürlich. Vierfachvergaser und NOS brauchen wir eigentlich nicht. Sportsitze, Sportgurt und die neue Federung. Jetzt hauen wir auf den Putz, Leute. So. Wenn es jetzt gleich Tag ist, dann bringen wir das Briefchen weg. Zack. Einmal da hinlegen. Ja, die Karre lasse ich laufen, ist ja uninteressant, oder? So schlimm ist es jetzt nicht.
So, wir sind eh ein bisschen müde, dann gehen wir einmal pennen, würde ich sagen. Dann ist es ja was heller. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Ja, herrlich. Perfekte Uhrzeit zum Aufstehen. Nice. Ah, ein Traum. So, dann trinken wir kurz was. So, dann würde ich sagen, fahren wir los. Ohne viel darüber nachzudenken. Die ganze Nacht war das Auto an. Das finde ich natürlich suboptimal, aber ist in Ordnung. Stört das Fahrzeug nicht wirklich. Ist ein gutes Auto. So, Rückwärtsgang ist drin. Wir haben hier noch den Choke drin, glaube ich, oder? Ne, der ist raus. Oh, sehr gut. Gucken wir mal, wie er läuft. Sehr sauber, sehr ruhiger Lauf. Optimal, perfekt. Dann kann ich euch das Safe Game endlich geben. Weil das letzte Safe Game hätte euch ja nichts gebracht. Dann hättet ihr ein Fahrzeug, was definitiv nicht funktioniert hätte. Und dann hättet ihr euch eigentlich ja nur geärgert. Das muss ja nicht sein. Wo ist denn der Brief? Wie ich das hasse mit diesem Brief, ne, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ist er jetzt durchs Auto gefallen, oder was? Als ob. Wo ist er denn jetzt? Ohne Spaß, das kotzt mich so an. Ja, genau. Er hängt draußen am Auto. Also ohne Spaß, das ist das Nervigste an diesem ganzen Game, dieser Brief. Ja, wir müssen ein Stück noch rüber, damit wir auch gerade sitzen. Zack, zack, zack. Oh, ja, selber schuld. Etwas unter 60 ist der erste Gang. Da kommt der Brief gerade wieder raus. Zack, ist er rausgefallen. Liegt auf unserem Sitz. Ich glaube, der Sitz ist gut. Gute Position. Wir dürfen nicht vergessen, die Rallye ist. Das heißt, wir haben ein bisschen Gegenverkehr jetzt. Halb so wild. Egal. Schön bei 6000 Umdrehungen schalten. Das ist ein fantastischer Motor. Alles gut. Kann passieren. Wichtig ist, angeschnallt, Leute. Und der Brief ist da, ne? So. Nee. Was, nee? Doch, ist doch gut gelaufen, Mann. Sag doch nicht, nee. Ohne jeglichen Karosserieschaden. Okay. Eine kleine Delle. Ja. Reparieren wir. Als ob das für uns ein Problem wäre. Geile Rallye-Sounds, oder? Ich mag die Rallye-Autos. So, gib ihm.
Wo lang müssen wir? Ich glaube hier runter, ne? Oh, was ist los? Ist schon wieder was kaputt. Scheiße. Jetzt haben wir die Achse hinüber. Ja gut, ist ein Überschlag, ne? Das steckt nicht jedes Auto einfach so weg. Müssen wir uns mal anschauen, was da los ist. So, Lenkrad gerade Position. Der Reifen sieht noch ganz in Ordnung aus. Also eigentlich sehen die Reifen alle in Ordnung aus. Wo ist unser Problemkind? Hier ist unser Problemkind. Ich glaube, die Achse ist entweder durch, also wirklich gebrochen. Das sieht man leider so nicht wirklich. Aber man sieht es am Reifenstand, dass er so ein bisschen quer steht. Seht ihr das? Darauf ist das ganze Fahrzeuggewicht abgewälzt worden und deswegen steht er so ein bisschen schräg. Passiert. Kollateralschäden. Hauptsache der Brief kommt heute noch an. Oder? Der fährt gut. Wir kommen natürlich jetzt nicht mehr vorwärts, weil unser hinterer Reifen defekt ist. Schade. Aber wir sind schnell genug, um einen Brief wegzubringen. Und jetzt wollte ich euch das Safe Game geben und macht die Karre wieder kaputt. Ärgerlich für euch. Nicht für mich. Nein, ist auch ärgerlich für mich. Und wenn keine Last mehr drauf ist, also wenn ich vom Gas runtergehe, zieht er komplett nach rechts. Und geht wahrscheinlich in den vollständigen Drift. Wir sind nicht angeschnallt, nicht gut. Ah, scheiße. Komm schon. Ich muss mich anschnallen, Digga. Komm, komm, komm. Jetzt schnell. So. So. Oh, fuck. Alles gut. Alles gut. Boah, nicht ausrasten. Alles gut. Puh. Oh fuck. Wow. Oh mein Gott. Alles gut gegangen. Wow, krasser Unfall. Puh. Wir haben unseren Reifen verloren. Das ist... Nun ja, suboptimal würde ich behaupten. Kann aber vorkommen. Aber wir haben zwei Dinge verloren, wenn ich das richtig gehört habe. Der Reifen sieht noch ganz okay aus. Dann werden wir auch einen Teil unserer Achse verloren haben. Zumindest vermute ich das. Hey Kollege! Krass, wie schnell der unterwegs ist, oder? Läuft bei ihm richtig. Kurz gucken. Okay, man müsste ihn festschrauben. Boah, krasse Delle. Aber die Scheibe hält dank der Folie sehr gut. Das ist schon mal ein Anfang. Na, da passe ich natürlich nicht rein, da muss ich oben rum. Umständlicher kann ich ja nicht einsteigen hier. So. Okay, ich sitze total bescheuert hier. Na, so geht's, gerade so. Bequem ist anders, aber... Okay, gut. Ich behebe das Problem.
Das ist, natürlich eine Kleinigkeit. Weißt, scheiße aber auch. Gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.